Wir haben es 2022 und auch in diesem Jahr ist Russian Fishing 4 eines der besten Angelgames auf dem Markt. Was ist das Wichtigste im Game? Auf was musst du achten? Wie kommst du erfolgreich vorwärts in dem Game? Das zeige ich dir nach dem Tutorial. Also starten wir mit dem Tutorial und wir folgen einfach den Anweisungen, die oben stehen. Gehen Sie zum Ufer und stellen Sie sich auf den Steg. Man bewegt sich mit WASD und wenn es dunkel ist, kann man auch noch F drücken. Man sieht es ein wenig, glaube ich, nur. Damit macht man die Lampe an. Das ist ein vielversprechender Angelplatz. Ja, und hier ziehen wir bestimmt ein paar dicke Brocken raus. Drücken Sie I. Jawohl, um den Rucksack zu öffnen. Das ist schon mal gut, da haben wir eine schöne Übersicht, was wir jetzt schon alles im Rucksack haben. Dann haben wir hier die Telestick, die sollen wir auswählen mit der Feststellmontage. Was man hier noch alles ändern kann, da gehen wir später drauf ein. Wir machen erstmal das Tutorial durch. Gehen hier auf Benutzen. So, jetzt können wir hier die Stipproute schön bewegen. Und können dann auch noch, wie da oben steht, den Köder in verschiedenen Höhen präsentieren. Mit der Taste Minus hier am Nummernblock geht das schön hoch und mit der Taste Plus geht das immer runter, immer weiter tiefer. 50 cm tief sind wir jetzt schon und so weiter und so weiter. Und wir sollen ja auf 1 Meter Tiefe gehen. Also zack, 99, 1 Meter sind wir doch da. Und jetzt können wir mit der linken Maustaste, jetzt halten wir die linke Maustaste gedrückt und werfen dann aus. Da empfiehlt es sich immer, mit der Stippe nicht ganz so 100% auszuwerfen, sondern so leicht, also ich sag mal so 45%. Und dann hier die Schnur ein bisschen straff halten und zack, mit der linken Maustaste in dem Moment, wo die Pose richtig runtergeht, zupacken. Zack, Tutorial-mäßig haben wir natürlich sofort den ersten Fisch gefangen und tun den dann gleich in den Setzkescher. Wir haben da oben noch ein paar Informationen. Neben dem Wörtchen Karausche, diesem Fisch, steht so ein kleines Häkchen, so ein Fähnchen. Und dieses Fähnchen zeigt an, dass es ein maßiger Fisch ist. Also er ist groß genug, dass man ihn quasi jetzt schon aus dem Gewässer rausholen kann. Man kann auch alle anderen Fische rausholen. Aber maßige Fische bringen mehr Silber beim Verkaufen und mehr XP. Und im Idealfall kriegt man dann auch noch Skillpunkte, wenn man viele maßige oder auch viele unterschiedliche Fische fängt. Dann kriegt man schneller diese Skillpunkte. So, was haben wir hier noch? Ja, wir könnten ihn freilassen, kriegen dadurch ein bisschen Bonus-XP. Machen wir eher nicht. Wichtig ist es ja hier, dass wir viele Fische fangen und viel Silber, also Ingame-Währung verdienen. Zack, damit wir hier schnell und erfolgreich vorwärts kommen im Game. Verstauen Sie die Angelroute im Rucksack mit Backspace. Die Taste über Enter. Zack, geht das Ding wieder zurück. Und der nächste Punkt schickt uns tatsächlich auch direkt hierhin zu der Angelhütte, zu dem Haus. Und in dem Haus haben wir hier zwei, drei Funktionen. Ich sag mal, eine Funktion ist einfach, dass man das Haus öffnen kann und man könnte hier Sachen einlagern. Auch immer sehr praktisch. Das heißt, man kann zum Beispiel in seinen Rucksack gehen und kann dann hier mehrere Optionen irgendwie einstellen oder mehrere Artikel anklicken. Das kann man auch später noch im Inventar verwenden. Oder hier kann man dann auch Sachen quasi wieder rausholen. Man geht hier einmal aus dem Rucksack ins Haus oder aus dem Haus wieder ins in den Rucksack rein. Muss man nicht verwenden. Man hat ausreichend Platz im Inventar, dass man da eigentlich nicht am Limit ist. Wenn man das verwenden will, um ein bisschen Ordnung zu halten, kann man das. Was das Wichtigere ist, sollte dir mal etwas kaputt gehen, gerade im Anfängerbereich und du hast keine Ruten mehr und du stehst dann da mit runtergelassener Hose. Hier wird dir geholfen. Man kann einmal ein Posenangel-Ersatzkit holen oder ein Spinning-Ersatzkit. Einmal mit Y oder einmal mit G. Das wird ja hier angezeigt. Und beim Posenangel-Ersatzkit kriegt man dann auch noch ein paar Regenwürmer gratis dazu, was ganz praktisch ist. Das kann man einmal in einer Stunde machen und hat dann
Zur Not, wenn man keine Köder mehr hat, immerhin noch ein paar Regenwürmer. Wir gönnen uns für den Anfang mal das Posenersatzset. Zack. Und wir haben, da haben wir es bekommen, diese olle Bambusrute. Wir haben hier auch noch so ein Informationsfeldchen. Klicken wir mal rein. Das hier sind so die wichtigen Informationen, die Stats quasi von der Bambusrute. Ein wirklich vernünftiges Gerät. Sie ist nicht wahnsinnig lang. Und ich sag mal, fürs normale Angeln oder fürs anfängliche Angeln, um wieder ein bisschen an Silber zu kommen, falls einmal was kaputt gegangen ist, ist das gar nicht so schlecht. Dann ist hier noch eine Schnur dabei. Dann ist hier noch so ein Federkiel mit dabei. Vorfächer nicht. Und so ein oller rostiger Haken. Ganz ehrlich, wirklich angeln möchte man damit nicht. Das ist tatsächlich ein Notfallset. Allerdings machen wir uns das anfangs zunutze. Wir haben dann jetzt quasi ja schon zwei Posenrouten zur Auswahl und können jetzt gleich mit zwei Posenrouten gleichzeitig angeln. Also das nutzen wir direkt schamlos aus. Und wie gesagt, wir haben noch ein paar Regenwürmer dazu bekommen. Das ist natürlich auch super. Wenn wir schon mal gerade hier in dieser Übersicht sind und ihr habt ja schon gerade gesehen, ich klicke hier einfach rein und habe hier dann quasi die Schnur ausgewählt. Das ist quasi das Baumenü, wie man sich seine Routen zusammenbaut. Relativ simpel alles, alles selbsterklärend. Auch hier mit den Ködern alles selbsterklärend. Es steht immer vieles dabei. Und wenn euch irgendwo eine Information fehlt, hier einfach am besten über das I halten. Sollte das I bei irgendwelchen Artikeln mal gelb sein, auch da steht dann eine Warnung dabei. Das heißt dann so viel wie, ihr könnt einen Artikel vielleicht nicht verwenden. Des Weiteren haben wir hier natürlich noch einen etwas versteckten Bereich. Den haben wir hier. Und den gibt es eben auch für sämtliche Routen, auch später für die ganzen kompletten Sets. Man sieht hier den Verschleiß, die Abnutzung sozusagen auf den verschiedenen Set-Teilen. Das zählt für Haken, Schnüre, für die Routen, für die Rollen und so weiter und so weiter. Da kommen wir aber bestimmt auch später nochmal zu. Also, wir folgen einfach mal weiter dem Tutorial. Ja, und das Tutorial sagt, geh nun zum Moskitosee. Und das machen wir. Wir drücken Escape und sehen dann hier oben das Bildchen vom Waldsee. Da drücken wir dann mal drauf und haben hier einmal die Übersicht zu den Gewässern. Direkt hinter mir gerade den Moskitosee. Auch das Gewässer eher geeignet fürs Posenangeln, Grundangeln. Beim Windenbach sehen wir dann, ist auch das Spinning ganz interessant und so weiter und so weiter. Hier die Gewässer sind am Level 12, 16 und so weiter. Also ihr seht ganz viele unterschiedliche Gewässer, die wir alle noch entdecken können. Aber wir starten natürlich, wie das Tutorial sagt, mit dem Moskitosee. Schwerpunkt, wie gesagt, hier am Moskitosee, Posenangeln und Grundangeln und da reisen wir jetzt hin. Und wir kommen an, gerade noch Sonnenschein, jetzt hier am Moskitosee. Regenwetter, na das ist natürlich ein Empfang. Also es geht weiter mit dem Moskitosee und da sagt das Tutorial, geh am Moskitosee zum Fischmarkt und wir stehen hier auch schon direkt daneben. Wenn wir uns mal hier umschauen, hier gibt es so eine Bootsstation, da könnte man sich Bootstickets kaufen. Und wie gesagt, hier den Fischmarkt, da oben ganz wichtiges Gebäude, da gehen wir gleich nochmal hin. Lebensmittelgeschäft und so weiter. Ich würde sagen, wir klappern mal eben das Gewässer ab. Hier, wie gesagt, der Fischmarkt. Da sollen wir den Fisch verkaufen. Wir sehen, er bringt uns ein Silber und 22... Bläh. Kupfer, maybe? Ist nicht weiter definiert. 22 Ocken. Also ein Silber, 22, verkauft. Ja, jetzt sagt das Tutorial Glückwunsch, klick hier oben auf die Ecke oder drücke Escape, kann man auch einfach machen. Und dann bist du raus hier aus dem Fischmarkt und dann sagt das Tutorial allen, gut gemacht, du hast ein bisschen was verdient. Geh zum Angelgeschäft, das haben wir hier vorne und kaufe ein paar Maden. Das machen wir natürlich, wir folgen schön dem Angelgeschäft, gucken dann mal hier nach Naturködern, klicken da einmal drauf richtig oder suchen dann hier Larvenwürmer und ähnliches. Aber wir können einfach hier draufklicken und hier durchscrollen und dann sehen wir auch schon, hier sind die Maden. Kaufen wir uns einmal 30 Stück. Exzellente Köder, sagt er. Sehr schön. Schließen das Menü. Genau, Escape. Und jetzt sagt er allen, weiter geht's.
Weißbrotköder wollen wir anfertigen. Die haben wir zum Glück schon im Rucksack. Wir haben da so ein bisschen Weißbrot und das wollen wir jetzt verarbeiten. Dafür drücken wir dann die Taste N, wie es im Tutorial steht. Und hier sehen wir dann die ganzen Köder, die wir herstellen können, Stück für Stück. Wir werden immer besser in der Köderherstellung. Das ist übrigens eine Sache, die man nicht vernachlässigen sollte. Zumindest so bis in den mittleren Bereich oder hier das erste Drittel sollte man zügig auch immer dranbleiben, nacharbeiten, immer weitermachen, bis so ungefähr zum Knoblauchteig, das ist wichtig. Aber auch da kommen wir natürlich später noch hin. Also Brotmasse herstellen, das Brot ist sogar schon drin. Wenn es mal nicht drin ist, dann hier eben draufklicken, auswählen, quasi hier reinziehen und dann anfertigen. Und wir sollten, jawohl, und wir kriegen auch dadurch direkt Skillpunkte. Das wird mit der Zeit natürlich immer schwieriger, dass man Skillpunkte bekommt und es dauert immer länger. Je höher man halt kommt von den Prozenten, desto länger braucht man dann irgendwann dafür oder desto mehr Futter muss man herstellen, um Skillpunkte zu bekommen. Zählt übrigens für alle Tätigkeiten im Game. Übung macht sozusagen den Meister, auch beim Spinning, beim Grundangeln, beim Posenangeln. Man kriegt ja immer Skillpunkte. Je höher man ist, desto länger dauert es. So, das haben wir hergestellt. Wir stellen einfach mal noch eins her, weil dann haben wir hier ausreichend Köder. Siehst du, sind wir schon bei 0,4 in der Herstellung. Perfekt. Das ist übrigens auch eine ganz gute Basis. Da kann man sich mal 30, 40 Stück von holen, alles durchballern, schön skillen und dann hat man richtig schön viele Weißbrotköder und damit kann man auch super hier am Gewässer angeln. Sie haben alle Aufgaben erfolgreich abgeschlossen. Jetzt geht es weiter mit dem Spinfischen. Auch richtig geil und auch das gucken wir uns natürlich kurz an. Also fürs Spinfischen gehen wir auf den Windenbach. Wir können sogar schon schauen, welches Wetter wir da haben. Okay, alles klar. Einigermaßen gutes Wetter fürs Spinning. Und wir reisen da schnell hin und wir müssen uns auch ein bisschen beeilen, denn Spinfischen in der Nacht ist häufig nicht ganz so erfolgreich. Da dann vielleicht besser am Tag, gerade am Windenbach klappt das besser am Tag. Nachts kann es schon mal echt träge werden und wir sehen, es ist sogar hier schon recht dunkel. Zum Glück sind wir hier halt noch im Tutorial. Ich mache mal mit F die Lampe an. Und das Tutorial wird uns doch wohl nicht hängen lassen, oder? Mit WASD bewegen wir uns hier hin. Das ist die Stelle neben der Brücke hier. Und von hier aus sollen wir Spinning üben. Wir drücken I, suchen uns die Route raus, die Corona 60S, nein, S60L, so, benutzen. Und hier sehen wir auch schon, das ist eine Rolle, beziehungsweise das ist eine Route mit einer Rolle. Wie gerade schon gesagt, hier haben wir jetzt viel mehr Optionen, eben auch von der Rolle. Schmierung, Spulen, die Bremse, die Kugellager, das Getriebe, das kann alles halt verschleißen. Da müssen wir halt immer so ein bisschen drauf achten. Es kann auch alles kaputt gehen. Deswegen ist es wichtig, dass wir die Sets hier immer vernünftig zusammenbauen, so zusammenbauen, dass da im Idealfall eben nichts kaputt geht. Also, so wie es jetzt hier ist, nutzen wir das Ganze, gehen hier also auf Benutzen und haben jetzt hier die Spinning-Route. Und jetzt steht es hier, wählen Sie Bremsenstufe 25, das machen wir, und zwar mit dem Mausrad. Gehen wir einfach mit dem Mausrad nach oben. Das ist ein Zeichen, das wollen wir lange, das wollen wir am besten gar nicht sehen. Bremse komplett zumachen bedeutet in den meisten Fällen, dass irgendwas von deinem Set kaputt geht. Es reißt die Schnur, es reißt ein Vorfach, es bricht dir die Route. Wollen wir nicht. Und je höher man in diesem Bereich hier kommt, desto eher kann halt eben auch was kaputt gehen. Deswegen, wir gehen jetzt direkt nach dem Tutorial eben auf die 25, mehr auch nicht, und werfen dann aus. Was sagt er noch? Bevor sie auswerfen, müssen wir die Einholgeschwindigkeit auswählen. Das ist auch gut. Dafür müssen wir die Taste jetzt R drücken, genau. Und wir sollen die auf 10 einstellen. Relativ langsam. Sehr schön. So, und jetzt können wir hier richtig Gas geben. Wir müssen ja mit dem kleinen Köder bis da ganz hinten raus. Und dementsprechend müssen wir uns hier richtig schön aufladen. Und noch länger aufladen. Ich halte die ganze Zeit die linke Maustaste gedrückt.
Und dann gib ihm. Raus damit. Und dann kann man schön so ein bisschen die Route nach unten halten, dass man schön flach kontinuierlich durchzieht. Linke Maustaste, genau. Ah, da hat schon ein bisschen was gezuppelt gerade. Und dann zieht man da einfach locker durch. Man kann das auch noch ein bisschen variieren. Oben steht auch schon drinne, drücken Sie Shift. Guck mal da, da ist doch was reingegangen. Man kann mit Shift einfach die Einholgeschwindigkeit erhöhen, so ein bisschen Spielerei machen, damit der Fisch noch eher getriggert wird. Rechte Maustaste gedrückt, Rute angehoben, der Fisch fliegt einem quasi dann dadurch entgegen und zack, da ist er, der erste Fisch beim Spinning. Und auch da sehen wir, wir haben Spinning-Punkte bekommen, wir haben XP-Punkte bekommen, allgemein erstmal für den Fisch. Wir haben hier einen Auftrag auch noch absolviert, also am Anfang wird da jede Menge Gedöns passieren, jede Menge Ereignisse passieren natürlich hier ganz schnell. Und den tun wir jetzt in den Setzcacher. Was haben wir noch bekommen? Das ist nochmal eine ganz interessante Sache. L-Angelrute, eine leichte Angelrute haben wir hier. Bonus-XP bekommen. Wir gucken uns das nochmal eben an. Wenn wir hier V drücken, sehen wir, dass das hier so eine Leitrute ist. Und diese Leitruten, da haben wir es unten stehen. Wenn man die verwendet, kriegt man extra XP. Macht das Ganze aber auch ein bisschen schwierig und sehr schwer damit zu angeln. Wenn da mal ein dicker Fisch drauf geht hier, die trägt halt nur 2,5 Kilo. Und wenn da mal so ein 1 Kilo, 2 Kilo Fisch reingeht, dann kommt man schon richtig ins Schwitzen. Also diese Leitruten machen richtig Spaß, haben ein super Wurfgewicht. Die können sehr gut ganz kleine Köder werfen. Aber sie sind auch schwierig zu bedienen. Ja, ich glaube, das war's mit dem Tutorial. Das war tatsächlich der Einstieg. Da wir jetzt ja hier in der Nacht sind, machen wir hier mit dem Spinning nicht weiter, sondern wir machen mit dem Posenangeln weiter. Und da müssen wir uns jetzt entscheiden. Gehen wir zuerst an den Moskitosee oder gehen wir als erstes an den Windenbach? Wie und wo wir am besten und am erfolgreichsten sind, das zeige ich dann im nächsten Tutorial, im nächsten Part. Wenn dir das Ganze geholfen hat, dann lass doch ein Abo da für den Kanal und drück die Glocke, damit du auch die kommenden Tutorial-Videos nicht verpasst. Und dann sehen wir uns in einem der nächsten Videos oder im Livestream auf Twitch, montags, mittwochs und freitags immer um 19 Uhr.